Wir müssen reden, sagt Gewitter im Kopf. Ja, da bin ich mal gespannt. Da höre ich doch lieben gerne zu, Alter. Das ist natürlich interessant. Ja, Digga. Ich würde sagen, wir checken mal aus, was Gewitter im Kopf uns hier zu sagen hat. Ne? Das wird jetzt spannend. Sieht aus wie die von den Arschlochis. was hat er gesagt? Deine Haut sieht aus wie die von den Arschlochis. Oh, weil er hier Pickel hat. Freundlich, Digga, freundlich. Okay. Ach du Scheiße, der hat ja recht. Bro. Herzlich willkommen zurück. No. Front an der Stelle natürlich. Dann neuen Video hier auf unserem YouTube-Kanal. Heute mal zu einem etwas ernsteren Video, was wir eigentlich schon seit längerer Zeit machen wollten, wir uns aber nicht so sicher waren anfangs. Haben die sich extra ein Hotelzimmer dafür gemietet oder ist das... Das Hotelzimmer beim Krass-Klassenverdreh und musstet ihr zusammen in einem Bett schlafen? Ich möchte antworten und vor allen Dingen Stories haben, was passiert ist. Ich bin gespannt. Ja, wir haben es ja jetzt so ein bisschen vor uns hingeschoben. Und das ist halt über so ein Thema, auf das uns einige von euch halt in Livestreams oder auch in Direct Messages bei Aaron angesprochen okay. haben, also halt oder in den Kommentaren hinterfragt haben. Wir haben. Also jetzt in den letzten 3 Monaten immer wieder mal überlegt, ob wir das Thema aufgreifen sollen. Mhm, klar. Und sind dann jetzt zum Entschluss gekommen, dass wir das dann jetzt doch mal machen, um halt die Frage dazu für euch zu beantworten. Ja, genau. Wie einige von euch wissen, haben wir ja seit geraumer Zeit das Format Tourette reagiert auf euch gehabt. Okay, ich kann mir schon denken, was es ist. Ich glaube, ein paar Leute wollten nachträglich ihre Fresse nicht mehr im Internet haben oder sowas. Oder haben sich beleidigt gefühlt von dem, was gesagt worden ist. Maybe, I don't know. MXG76, 6 Monate Yippie, dankeschön, Bro. Wie geht's? Super, vielen Dank für den Prime-Sub. Welcome back, Bro. 6. Monat, Kuss. Ich weiß gar nicht mehr, wann das gestartet hat. Ich glaube, wir haben das angefangen, ich als wir damals. Sogar im November. Als wir in Mallorca auf dem Urlaub waren, oder? Stimmt, ja, stimmt, das gab's schon. Das heißt, das damals, wo man noch fliegen durfte. Seit September mindestens. Halt, das Format Tourette reagiert auf euch. Wo, ja. Wie auf euch reagiert, wo, genau, wo meine. Top, danke für die Erklärung, Bro, danke. Oder ja. Auf Bilder und Videos. Yannick Live, Shoutout nochmal den 8. Resub in Folge hier mit einem 10er Resub. Ja, dankeschön, Bro. Und Werning, wegen deiner Misshandlung verstarb nochmal Bahnhof dem NC-Förderprojekt. RIP. Werning, es tut mir leid. Danke für den Euro trotzdem. Reagiert haben, die ihr an uns gesendet habt von euch selber. Und genau, das war eins der Formate, die eigentlich so mit am besten bei euch angekommen haben. Kleines Kackmäuschen. Eins der Formate, die bei euch am besten angekommen sind. Und hat uns auch immer sehr viel Spaß gemacht, diese Formate für euch aufzunehmen. Ich glaube, wir hatten insgesamt 8 oder 9 Folgen sogar. Genau, einige. Also uns hat das Format auch recht viel Spaß gemacht. Tommy, danke für den Fünfer. Ich antworte gleich. Eine Möglichkeit war, halt noch mehr mit euch als Community zu interagieren. Macht Sinn, macht Sinn. Und euch halt in unsere Videos mit einzubeziehen. Ja. Was auch immer unser Ziel ist. Ich weiß nicht, einige, die uns vielleicht schon etwas länger verfolgen. Wir machen ja regelmäßig Umfragen auf unserem Kanal. Digga, wie haben die das geschafft, auf 10 Minuten zu strecken? Also das ist absolut... das ist hohe Kunst, Digga. Die haben das YouTube-Game schneller verstanden als jeder andere. Oder fragen euch nach Videovorschlägen, wo ihr halt immer wieder die Möglichkeit habt, euch mit in diesen Kanal einzubinden, weil wir halt genau... Kannst du gleich mal auf Kevin sein Video reagieren? Du wurdest gefunden, Papa Platte oder was? Psst, Digga, Schmutz. Das wollen, dass wir halt eng mit euch zusammenarbeiten können. Und genau, da schien uns das Format eigentlich so als beste Möglichkeit, das Ganze zusammen, ja, zu machen, anzugehen. Zu machen. Mhm. Das ging, wie gesagt, 8 Folgen lang gut, so wie es lief. Ich weiß nicht, einige werden sich wahrscheinlich an den Ablauf erinnern, die vielleicht auch schon mal Teil dieses Formates waren. Das ging ja... Bro, ganz wilde Sounds, die hier rausgeschallert werden. Immer so vonstatten, dass quasi ich so einen Instagram-Aufruf gemacht habe, beziehungsweise auch bei YouTube einen Aufruf gemacht habe und ihr die Möglichkeit hattet, mir die Fotos per Instagram zu schicken oder an unseren Hauptkanal, damit Jan die halt vorher nicht sieht und ich halt die Möglichkeit habe, die halt rauszusuchen, bevor Jan halt die Möglichkeit hat, schon seine erste Reaktion darauf auf euer Bild zu zeigen, bevor überhaupt die Kamera läuft. Dumme, ich glaube, es waren 5 Stunden. Es waren 5 Stunden. Danke für den Fünfer, Bro. Aber ich konzentriere mich gerade auf das Video, ich hätte später geantwortet, aber ja, es waren 5 Stunden, Bro. Und genau, so haben wir das dann 8 Folgen lang gemacht mit ganz vielen Fotos. Ich habe quasi immer die Leute gefragt, wollt ihr daran teilnehmen, habe eine Story gemacht und die haben dann, so oder krass. Ihr habt da mit eurem Foto darauf. So krass, wie Gisela die ganze Zeit die Attention will, Alter. Gisela, ich schwöre, Gisela einfach ADHD. Geantwortet. Bei der ganzen Sache ist uns dann irgendwann immer weiter aufgefallen, dass halt immer öfter Fotos geschickt wurden von Personen,
die halt, denen halt nicht das Instagram-Profil gehört hat. Das heißt, mir wurden Fotos geschickt, wo ich halt schon offensichtlich auf dem Foto gesehen habe, dass das halt nicht die Person auf ihrem Instagram-Profilbild ist. Einfach nur, um eventuell so eine Reaktion halt hervorzurufen, die dann eventuell unterhalten sein könnte oder sowas beleidigend. Ja, verstehe ich schon. So datenschutzmäßig ist das sowieso schwierig. Obwohl ich halt vorher öfter gesagt habe, ja, auch in der Story, bitte schickt nur Fotos, wenn nur ihr da drin zu sehen seid, wenn ihr auch damit einverstanden seid. Weil wir halt auf keinen Fall wollten, dass irgendeine Person in diesen Videos zu sehen ist, die halt... Deine Haut ist fettig wie die von den Arschlochis. Die ist fettig wie die von den Arschlochis. Oder meint er, die Haut ist fettig wie die an einem Arschlochi? Ist die Haut an einem Arschloch fettiger als die Haut im Gesicht? Egal. Ist nur warm. Mir auch. Dass irgendeine Person in den Videos zu sehen ist, die halt da gar keinen Bock drauf hat. Und die sich nachher vor allem auch unter diesen... Das waren ja wirklich viele Aufrufe, die das Video bekommen hat. Und dann nachher irgendwie draußen auf der Straße damit angesprochen wird, ohne dass sie davon irgendwas weiß. Ja, klar. Ja, das stimmt. Also halt, dass vielleicht jemand Bilder von einer Person geschickt hat. Und die Person, die auf dem Bild zu sehen war... Das ist so schön. Alter, können wir das bitte nochmal in Slow-Mo haben? Ganz kurz, wie hier berührt und begrapscht. Sehr schön. Gar nicht wusste, dass sie mit in dem Format drin ist. Genau. Und das ist halt immer weiter vorgekommen. Da musste ich immer schon sehr aufpassen, was für Fotos ich raussuche und was für Fotos ich nicht raussuche. Und das hat uns immer schon so ein bisschen stutzig gemacht. Ist das jetzt noch so eine gute Idee? Nicht, dass es doch mal dazu kommt, irgendjemanden einzubauen, der da halt gar keine Lust drauf hat. Verstehe ich voll. Weil, ein kleines Würstchen. Ja, er hat recht. Er hat recht. Du bist ein kleines Würstchen, Tim. Wirklich, er hat vollkommen recht. Ihr müsst halt wissen, egal was man übers Internet macht, zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Instagram-Story mache und ihr uns halt diese Fotos schickt, ist halt keine hundertprozentige Einverständnis, diese Fotos halt zu nutzen. Richtig, das ist halt das Ding, das ist immer ein Problem. Normalerweise müsste man, müsste man wirklich diese, so eine komplette Dings, so eine Datenschutzerklärung aufsetzen und unterschreiben lassen, Alter. Weil das halt übers Internet gar nicht genau machbar ist. Wenn wir die hundertprozentige Einverständnis auch von der Person haben wollen würden, die auch auf dem Foto zu sehen ist, wäre das höchstens machbar über, keine Ahnung, so eine Live-Webcam-Authentifizierung. Das heißt, wenn ihr quasi mit uns, wir uns live in der Webcam sehen und ihr live euren Personalausweis inhaltet, das wäre halt die einzige hundertprozentige Möglichkeit, um wirklich festzustellen, dass die Person, die uns das Foto schickt, auch wirklich die Person ist, die ins Video möchte. Dann macht das doch. Ja, so, um halt diesen Identitätsnachweis zweifelsfrei zu sehen und vor allem auch zu sehen, ob ihr tatsächlich zu dem Zeitpunkt volljährig seid, was Sinn. Halt auch nochmal eine verpflichtende Voraussetzung dafür ist. Genau, es kann nämlich... Da klingt es aber so, als gäbe es da, als hätte es eine Abmahnung gegeben. Jungs, wollen wir reden? Ich bin ja auch zufälligerweise mit Herr Bergmann, kann da vielleicht als Anwalt helfen. Zum einen sein, dass ihr zum Beispiel euer Foto, was ich auch schon mitbekommen habe, da habe ich habe sogar öfter mal so gemacht, dass ich extra, wenn ich die Fotos rausgesucht habe und das Video am Schneiden war, dass ich sogar da nochmal eine Story gemacht habe und gesagt habe, ey, wenn irgendjemand davon zurücktreten will, schreibt mir bitte jetzt, weil jetzt kann ich es halt noch rausnehmen. Und wir waren auch immer voll offen dafür, also so, ihr hättet mir auch noch nach dem Video schneiden können, nachdem es öffentlich ist und ich hätte es rausgenommen. So, es war ja nie unsere Absicht, irgendjemanden irgendwie bloßzustellen. Oh, Digga, ist denn irgendwas passiert oder wie? So, ich will jetzt wissen, was abgegangen ist. Genau, um zu dem Thema mit den 18 Jahren zurückzukommen. Es war halt zum Beispiel einmal eine Situation, wo eine Person halt gezeigt wurde. Jetzt sagt Tim gleich, ja, ich hatte aus Versehen was mit einer 16-Jährigen. Die halt auch... Ich halte mein Maul, Alter. Komplett unangebrachtes Kommentar. Offensichtlich... Also das heißt offensichtlich, ich habe es auf dem Foto nicht erkannt, dass sie unter 18 ist, aber wo mir dann quasi die Mutter der Person geschrieben hat auf Instagram und meinte, hey, mach das mal bitte raus, das ist meine Tochter, halt über das Profil von der Tochter und das haben wir dann natürlich auch direkt gemacht, weil wir arbeiten da quasi auch, haben da auch ganz eng mit YouTube zusammengearbeitet, haben dann gesagt, hey Leute, in dem Video ist eine Person zu sehen, die hat da gar keinen Bock drauf oder die Mutter möchte das in dem Fall nicht. Natürlich, ja. Könnt ihr das rausnehmen. Dann wurde das rausgeschnitten und dann war das gut. Und so sind wir dann damit so vonstatten gegangen. War jetzt auch nicht häufig, dass sowas passiert ist, aber man muss ja, wir oder beziehungsweise auch ihr müsst ja immer sehen, dass jeder auf der richtigen, sicheren Seite ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Also hoffentlich wisst ihr, was ich meine. Ihr müsst auf jeden Fall auch wissen, dass wir uns da natürlich rechtlich auf sehr dünnem Eis bewegen, beziehungsweise auch gar nicht dürfen. Das heißt, wenn wir irgendein Foto von der Person verwenden und die Person weiß davon nichts, dann haben wir kein Recht daran, dieses Foto zu verwenden, ohne dass die Person da irgendwas von weiß, weil wir halt auch kein Recht daran haben, irgendwie das Bild zu verwenden. Okay, Leute, ich glaube, wir skippen das Video hier. Wir wissen alle, worum es geht. Ich